Jetzt bist du ja ein Kinostar, kann man ja sagen. Naja, so Star bin ich noch nicht, aber nicht so wie Robbie Williams auf jeden Fall, wir sind bekannt. Okay, Robbie Williams ist ein Star, ihr seid bekannt. Ja, wir sind halt, naja, bekannter. Wir jetzt als unter uns Jungs, wie reagieren die Mädchen? Darf ich da was zu sagen? Das müsst ihr die Großen fragen. Also Nick? Wollte auf jeden Fall immer offiziell als Single gelten bei unserer Kinotour. Bin ich auch. Weil ja. du bist Single? Ja, Joachim hat immer so doofe Sachen erzählt vor dem Kinopublikum, dass alle Singles außer ich bin. Und das fand ich doof. Okay, aber das heißt, du hattest schon eine feste Beziehung. Was heißt das jetzt? Ja, das ist eine schöne Antwort. Das ist eine feste Freundin. Nein. Nee. Das war die charmanteste Gegenfrage, die du überhaupt stellen kannst. Genau richtig so. Irgendwo zwischen Robbie Williams und unbekannt. Und da ist es ja eigentlich auch ganz schön. Ja, so. Ja, klar, es ist schön, aber so mittendrin ein bisschen. Wie ist es bei euch? Ihr seid ja schon einen Tick älter und ihr werdet, zumal wenn ihr zusammen auftretet, irgendwo sicherlich erkannt in der Zwischenzeit, ne? Ja. Kommt schon mal vor. Ja? Wie gehen die anderen Jungs und die Mädchen, wie gehen die Leute überhaupt mit euch um? Also das war am schlimmsten nach dem ersten Teil. Aber das hat sich jetzt langsam gelegt. Und erkannt werden wir eigentlich nur, wenn wir in der Gruppe sind. Von mindestens drei von den wilden Kerlen. Weil einer kann allein nicht wilde Kerle sein, so ungefähr. Ja, genau. Und wie reagieren die Leute auf euch? Eher positiv? Dass sie dann sagen, Mensch, das sind doch die oder... Ja, oder gibt es in der Schule schon sowas wie Neid, sag ich mal, oder Missgunst, so andere, die da auch gern dabei wären? Naja, eigentlich noch nicht, nur es war harmlos nach dem ersten Teil, aber das hat sich jetzt... Also meine Freunde, die finden es einfach nur ganz cool, dass ich da irgendwie in einem Film mitmache. Und die wollten auch beim dritten Teil mal mitmachen, also ein paar von denen. Und da war das ganz lustig.